Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Raft. So, ich habe jetzt zwei weitere Netzwerferampullen gebaut und habe jetzt mal aus dem Dreck, was wir jetzt schon haben, schon mal so ein bisschen Grünzeuganlagen gemacht. Und ich habe jetzt hier auch schon mal geguckt, wie ich das jetzt ungefähr aufsetzen will und ob ich das auch einfach so wieder abreißen kann. Ich kann es auch notfalls wieder abreißen, somit ist es kein Problem. Das war jetzt einfach nur mein Test. Ich werde jetzt hier erstmal eine kleine Grünfläche bauen, die jetzt nur so groß ist. Dann werden wir das Ganze noch einmal einzäunen. So. Und dann können wir da nämlich auch das Lama reinsetzen. Das braucht jetzt noch frisches Wasser, damit es auch mal wächst und so. Dann werde ich jetzt mal manuell machen. Aber nachher mit Regen dürfte das auch gehen. Deswegen, ja, gucken wir mal. Ja, brauchen wir nochmal neues, frisches Wasser hier. Ist ja alles kein Problem. Haben wir alle da. So, hier auch nochmal. Das dürfte eigentlich hier alles wachsen. Und dann dürfte das auch nicht weggehen, weil es kommt ja hier dann eigentlich auch nicht weg. So, jetzt trinke ich mich nochmal komplett über den Durst. Dann fülle ich die Dinger jetzt hier nochmal auf. Ist halt nicht das Endprodukt. Das kommt da auch gar nicht hin. Also das ist jetzt nur erstmal, weil ich halt noch nicht die nächste Etage oben habe. Hier haben wir noch nicht mal die Seide fertig. Und ich sehe, da hinten hat er schon wieder ordentlich reingefressen. Ah, ja, 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 ja. Er frisst sich da auch immer durch. Böser Willi. So, jetzt werden wir erstmal gucken, dass wir das Lama kriegen. Und nochmal ein bisschen Dreck holen. Das heißt, ich werde erst den Dreck holen und dann das Lama. Dann wollen wir mal gucken hier, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle und ob wir denn da wirklich einen Rucksack kriegen. So, einen neuen Bogen habe ich mir auch schon gemacht. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, auf Willi geachtet. Scheint ihn aber nicht zu interessieren, dass ich jetzt gerade hier mutterseelenruhig einmal bis zur Insel schwimme. Na gut, wenn es ihn nicht interessiert, interessiert mich das doch auch nicht. Tja. Gut, dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier erstmal schauen, wo die Höhle wieder war. Und wir haben ja hier einen Blubberfisch haben wir ja hier noch. Das heißt, einen können wir uns nochmal holen. Und ich müsste eigentlich auch schon längst mal ein Blümchen sammeln und ich komme hier zu gar nichts. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo war denn die Höhle? Die war irgendwo auf der Seite hier, beim Vogel. Irgendwo hier war die Höhle. Da würde ich nämlich gerne nochmal reinlaufen. Hier war sie. So, dann gucken wir doch mal, dass wir hier nochmal schnell den Dreck mitnehmen. So, erstmal den Dreck. Einmal Schmutz. Krabbel, krabbel. Und hier waren auch nochmal Hügelchen. So, egal was wir da rauskriegen, Dreck ist eigentlich das Wichtigste. Ne, passt. So. Dann einmal jetzt hier wieder raus. Und dann gucken wir mal, ob wir das Lama nicht finden. Schade, dass ich nicht zielen kann. Mir fehlt irgendwie so, wir haben dazu so eine gebrochene Gabel drauf, aber ich könnte gerne so Rechtsklick zielen oder so. Hm, müssen wir aber ganz genau zielen beim Lama. Ja, Vogel meint hier schon wieder. Ja, schmeiß runter. Ich suche erstmal das Lama. Also ich weiß, dass hier noch eins war. Naja, dann holt er sich den nächsten Stein da raus. Uiuiuiui. War das nicht sogar hier? Ich hoffe nicht, dass Lamas jetzt auch noch... Ah nee, da vorne ist es. Ich hab's. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass Lamas nachher noch verschwinden hier. Ich habe nämlich nur zwei Schuss. Erwischt. Jetzt darf ich es auch beschnibbeln. Aber wir tragen dich erstmal. Ab. Oh, bist du riesig. Ich sehe ja gar nichts. Ab zum Schiffchen. So, ich habe keine Ahnung, wie viel ein Lama frisst und wie viel nicht.
Und jetzt kannst du mir auch hoffentlich nicht vom Bord kommen. Das Einzige, was jetzt halt nachteilig ist, wenn es jetzt halt so ein extrem starker Wellengang ist. Nicht, dass es dann irgendwie so durch den Wellengang ein bisschen nach oben schwimmt und mir dann nachher wegkommt. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Wäre natürlich möglich. Ja, ist ja gut. Aber wollen wir mal gucken. Hoffen wir mal, dass das jetzt so klappt, wie ich mir das vorstelle. So, erstmal jetzt hier wieder aufs Bötchen. Ah, da ist doch schon Grünzeug da. So, dann springen wir jetzt hier rein. Und dann können wir dich doch jetzt kahl machen. Ach, jetzt hast du da vorne was gefunden, ja? Ist wieder eine Ecke, ne? Ja. Ja, da kommst du echt nicht gegen an. Da kommt man echt nicht gegen an. So, wir haben jetzt einmal Wolle. Einmal das erste Mal Wolle. Oh. So, und jetzt können wir mal gucken, wie viel Wolle wir denn dafür brauchen und all so ein Käse. Wolle erforschen. Wir können Lederbeinschützer. Schützt dich vor Holzsplittern. Okay. Dann Lederweste. Schützt dein Oberkörper. Lederhelm. Schützt dein kostbares Gehirn. Aha. Oh, und das wird traumhaft. Rucksack ist nicht nur hübsch, sondern vergrößert auch dein Inventar. Ja, jetzt fehlen nur noch Eier. Das heißt, wir brauchen noch Hühnchen. Die eiern ja auch ab und zu auf der Insel, auf Inseln rum. Aber dafür brauchen wir mehr Grünfläche. So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir jetzt hier schauen. Rucksack. 6 Wolle brauchen wir. Wie lange wird denn das dauern, einen Rucksack zu basteln? Ja, jetzt muss ich immer mal wieder gucken, wann das Lama quasi hier, wie viel es frisst und so. Weg kann es schon mal nicht. Umbenennen könnten wir dich doch auch, oder? Geht das nicht auch? Haustier umbenennen. ich habe keinen Namen. Erledigt. So, hör auf es zu tragen. Ja, haben wir einen Lama hier. Sind wir nicht mehr ganz so einsam auf dem Boot. Gut, aber Tauchgang steht noch an. Das heißt, Taucherflasche und Co. Schon mal einmal rausholen. Ich sollte gleich nochmal ein bisschen Essen nachrüsten. Meinen Haken rausnehmen. Machen wir mal kurz so. Dann hole ich mir jetzt gleich erstmal was zu fressen. So, hier ist er. Noch gebratenes Steak. Lassen wir uns einmal kurz satt an dem Steak. Und dann können wir uns sogar hier nochmal... was Gutes gönnen. Dann haben wir auch erstmal ordentlich wieder was drin. Wollen wir erstmal keine Sorgen machen. Dann machen wir erstmal hier hinten die voll. Nimm die mit. Besser ist. So, Schere brauche ich jetzt nicht. Das heißt, die Schere legen wir jetzt erstmal ab. Ja. Brauche ich jetzt sonst noch was? Eigentlich jetzt nicht so. Taucherausrüstung an und let's go, wa? Ja, würde ich sagen. Willi ist ja sowieso gerade irgendwie nicht wirklich anwesend. Ihn scheint das nicht zu interessieren, dass wir hier durch die Gegend eiern. Na gut. Dann gehen wir mal eine Runde tauchen. Das scheint ihn wirklich nicht zu interessieren. Und ich sehe gleich Metall am Anfang. Oh, perfekt. So, ich habe auch keine Ahnung, wie lange jetzt unsere Taucherausrüstung noch hält. Lediert ist sie ja schon ein bisschen. Dementsprechend sollte ich nicht zu viel hier rumeiern. Aber auf jeden Fall nochmal ein bisschen was mitnehmen. Ah, da ist so ein gutes Opfer. So, gucken wir mal.
Na komm. Brauchst du einen? Ah ne, ist schon tot. Ist schon tot. So, den Kugelfisch nehmen wir uns ja jetzt mit. Können wir mal erst gedacht, das sind Bewacher. Dass die irgendwas bewachen in der Richtung. Irgendeine wertvolle Materialie oder irgendwas in der Richtung. Was jetzt irgendwie... Oh, ich glaube meine Wasserflasche ist schon... Sauerstoffflasche ist im Eimer. Ich sobbel hier ganz schnell ab da. Jo, ist sie. Na gut, müssen wir uns dann auf jeden Fall nochmal wieder eine neue bauen. Ist ja nicht weiter wild. Das haben wir jetzt schon so oft gemacht. Schlimm ist das nicht. So, Metallerz brauchen wir auf jeden Fall. Da muss ich auf jeden Fall Ausschau halten. Weil wir wollen das Ganze ja dann noch später ordentlich auskleiden. Ich werde jetzt aber trotzdem nur sowas wie Sand und ähnliches mitnehmen. Na, für die Deko-Objekte brauchen wir ja dann nachher auch Glas oder was auch ever. Nägel werden wir auch ordentlich brauchen. Also eigentlich könnten wir die ganze Insel mitnehmen. Ich muss jetzt ein bisschen länger oben bleiben. So. Ton brauchen wir auf jeden Fall auch noch für die Schälchen. Dann können wir uns immer ein bisschen nebenbei noch mal was zu essen machen. Und jetzt, da wir ja dann auch die nächste Milch haben. Naja, okay, Milch jetzt nicht mehr, weil Zieglein ist verschwunden. Ich hoffe, das passiert dem Lama jetzt nicht. Ich habe auch keine Ahnung, ob das ausreicht mit dem ganzen Grünzeug, was wir da jetzt haben. 9 Felder. Das weiß ich auch nicht. Das ist so nach und nach. Wird sich das klären. Na? Nimm das mit. Nimm das einfach mit. Oh, 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 oh. Und ich glaube, meine Füße sind jetzt auch mittlerweile im Eimer. Ja. Oldschool schwimmen, oldschool schwimmen. Hm, Fischschwarm. So, aber gucken wir hier nochmal ein bisschen. Ist ja noch längst nicht die ganze Insel. Könnt schon mal wieder was trinken. Und wehe, dir fällt jetzt ein, mir was auf den Kopf zu werfen. Na, da hinten sieht es wieder gut aus. Dann nehmen wir uns das da hinten doch mal mit. Schauen wir doch mal. Ah, hier hinten sieht zwar gut aus, aber ist nichts gut. Nicht Metall oder ähnliches an der Wand hier. Gar nichts. Wir schwimmen einfach weiter. Gut, dass ich mir das gute Essen reingedrückt habe. Das macht das so ein bisschen... Ja. Ich brauche keine Angst mehr haben, dass mir jetzt das Essen ausgeht oder so. Gerade mit dem Überbalken finde ich das gut. Ich hoffe, irgendeins der Rezepte macht dann vielleicht auch nochmal dasselbe für Wasser. Das wäre nochmal mega. Aber mal gucken. So, hier ist aber nichts, nur Dusternis. Die Finsternis in unseren Herzen ist hier. Aber mehr auch nicht. Da haben wir hier unten noch irgendwas. Das sieht hier aus. Ah, hier unten. Ja, hier haben wir was. Sehr gut. Na, jetzt nimm's mit. Ja, es ist aber ein bisschen zu tief da unten. Verdammt. Ohne Taucherausrüstung werde ich da ein Problem kriegen. Das ist auch so schweineduster hier, ey. Man sieht die Hand vor Augen ja gar nicht. So, noch ein Hütchen. Ja, ein Hütchen mit einem Besucher. Na gut, dann komm. Na,
ne? Ein Chris noch. Okay, hat gereicht. So. Einmal alles mitnehmen. Da ist noch einer. Dich ziehen wir doch auch nochmal an Land. So, einmal aufatmen hier. Wunderbar. Ja, Kugelfisch, so Flees können wir demnächst ordentlich machen. So wie es aussieht. Ja komm, nehmen wir hier auch nochmal Sand mit. Ton mit. Ton mit. Und dann sind wir hier jetzt kurz vorm Ertrinken. Ja, mit Taucherflasche, wenn man das jetzt langsam mit der Taucherflasche gewohnt ist, dann will man das auch nicht anders haben, ne? Man kann halt nicht so viel mitnehmen unter Wasser, wenn es ein bisschen tiefer geht. Wobei das eigentlich gerade das wichtigste Zeug hier ist. Ich habe schon längst kein Eisen mehr gesehen oder so. Das gute Metallerz, das fehlt hier so ein bisschen. Ich brauche ja sehr viele Metallbarren. Alleine nur, um nachher das Ganze nachher auszukleiden und abzudecken. Da braucht man so ein bisschen was. Aber ich müsste sowieso erstmal gucken, dass ich, wenn dann erstmal die richtige Richtung ausbaue. So, dass es mir dann halt auch passt. Mit dem Schiffchen. Aber da wird noch ordentlich viel Stuff aufgehen. Abgehen, wie auch immer. Aber vielleicht haben wir ja den nächsten Rucksack so. In den nächsten 8 Folgen kriegen wir das bestimmt hin von dem einen Laber. Ich hoffe, das hält so lange durch. So ist aber jetzt nichts weiter hier. Ja, doch, noch mal ein bisschen Ton hier. Ein bisschen Ton. So, den nehmen wir uns nämlich auch mit, weil wir könnten auch mal wieder neue Schalen gebrauchen. Ich habe nämlich bald keine mehr. Kann man ja alle nebenbei mitnehmen. So. Ach, wieder so wenig Metallerz hier. Ja, bestimmt irgendwo wieder an einer tiefen Stelle, wo ich es jetzt nicht gesehen habe. Weil hier hinten ist jetzt schon wieder fast nichts. Kommt eine ganze Weile lang gar nichts. Da unten sehe ich auch nichts, ne. Jetzt sind wir auch gleich einmal rum. Irgendwann muss ich ja mein Schiffchen wieder sehen. Mal gucken. Ne, hier ist nichts mehr. Und da vorne kommt jetzt schon mein Schiffchen. Das ist ja jetzt wirklich eine Pleitegeierinsel von der Seite gewesen. Eieiei. Dann könnte man dann wenigstens hier so schön ein bisschen dick viel Erz ransetzen. Ja. Das wäre cool gewesen, aber das sollte wohl wahrscheinlich nicht sein. Na gut, dann machen wir uns jetzt auf die Heimreise. Schwimmen wir schon mal in die Richtung Floß. So, arg langsam. Da müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich werde dann offscreen einmal ums Inselchen rumschippern. Weil das wird ja dann nicht wirklich was Spannendes, wenn ich da nur vorm Steuer stehe und dann einmal kurz rumreiß. So einmal außen rumschwimmen.
Aber gut, wir haben wieder ein bisschen Explosivzeug. Daraus könnte ich dann halt auch nochmal... So teuer war das doch gar nicht, ne? Die Munition vom Netzwerfer. Ja, Stein und Seile. Also ganz ehrlich, habe ich doch alle da. Das heißt, ich hau das jetzt hier schon mal rein. Das passt. Und hier haben wir jetzt noch ein paar Tondinger. Daraus machen wir uns jetzt Schälchen. So, haben wir auch wieder Schälchen auf Reserve. Dazu Glas machen brauche ich noch nicht. Dann können wir jetzt hier erstmal nochmal ein bisschen was ablegen. Ja. Wir haben noch zwei Schmelzen frei. Schmeißen wir mit rein. Muss ich mir gleich auf jeden Fall nochmal Holz holen. Und ich kann hier das restliche Essen rausholen. Ja! Die gute Fischsuppe hier. So, und dann haben wir jetzt hier auch wieder ordentlich Schälchen drin. Das passt. Dann kann ich hier auch mal wieder eine Runde kochen. Und dementsprechend wieder was zu essen machen. So, die Fischchen, mit denen könnten wir was kochen. Könnten wir doch auch was kochen. Aber ich glaube, dafür fehlt dir jetzt die Milch, ne? Genau, dafür fehlt dir jetzt die Milch und die Ziege, die haben wir nicht mehr und... schlecht. So, das packen wir jetzt erstmal da noch mit rein. Dann sind wir eigentlich schon wieder fast oldschool aufgesetzt. Neue Taucherausrüstung werde ich dann nochmal machen müssen. Ja, well not, warum nicht? Mein Kapitänshütchen kann ich wieder anziehen. Da habe ich hier wieder einen Platz mehr drin. Schrott haben wir jetzt eigentlich soweit schon mal ganz gut da. Können wir auf jeden Fall verarbeiten. Muss halt auch demnächst gucken, dass ich das Lager, also die ganzen Lagerdinger hier mal zusammenbaue. Wir haben jetzt 7 Scharniere. Wir könnten jetzt eigentlich mal ordentlich nochmal, bevor wir jetzt Cut machen. Da haben wir hier eigentlich gut Schrott gerade. Können wir schon mal ein paar Kisten herstellen. Brauchen nur ein bisschen Holz, das haben wir noch da. Und ein paar Seile, meine Güte. So, haben wir jetzt nochmal 7 Kisten gemacht. Die kann ich dann hier nochmal mit anditschen. Oh. Das hat schon wirklich was gefressen. Okay. Gut, und ich hole mir mal kurz die Schere. Ich hoffe, dass die Schere wenigstens für die paar bisschen Wolle da ausreichen. So. Einmal kahl geschoren. Haben wir Wolle. Ganze Lederausrüstung wird auch nochmal interessant, ne? So, und leg das da wieder rein. Und schmeiß die Wolle hier rein. Ja. Jetzt bin ich hier sowieso schon hier ganz Zeit am Machen und Tun. So. Planken gleich wieder nachlegen. Dann schmeißen wir hier mal kurz das Eisen hier rein. Kupfer brauchen wir immer noch zu viel. Jetzt kann ich ja noch mal kurz Netzwerfer mit euch machen. Dafür brauche ich immer noch Steine. Die haben wir auch hier. So. Seile fehlen. Ha! Also bei Seilen habe ich kein Problem. Das heißt, das ist auch schon mal soweit aufgefüllt. Ja, 5 Stück. Passt. Das heißt, wir könnten uns sogar noch mehr Tiere holen, wenn wir es wollten. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, dann wären wir schon alle Millionär. Gut. So, hier ist auch alle drin. Dann werde ich gleich mal eine Runde rumschippern. Dann werde ich auch nochmal gucken, dass wir vielleicht nochmal ein bisschen angeln. So, ich habe ja noch die blaue. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal schon mal einen klitzekleinen Cut. Ich würde, wie gesagt, einmal drumrum schwimmen, schon mal wieder ein bisschen was vorkochen und hoffen, dass die Netze sich ein bisschen gefüllt haben bis dato. Also, schaltet wieder ein und bis denn!